In diesem Video möchte ich euch das Geomec Pro Metall Set 100 vorstellen. Das kommt unter der Bezeichnung 214 oder unter der Bestellnummer 214 aus dem Hause Geomec. Das Unternehmen sitzt ja in der Schweiz und ich möchte euch mal zeigen, was euch bei diesem Set erwartet und ein kleines Unboxing machen. Das Set selber ist in eine relativ kleine Verpackung, ganz gewohnt mit den üblichen vorne ein Bild, seitwärts nochmal die Beschreibung. Und auf der Rückseite, beziehungsweise hier ist es die Seitenseite, seht ihr auch, was in diesem Set ist. Nämlich 60 Metallstäbe und 40 Kugeln. Bei diesem Set handelt es sich um das Pro-Set. Das heißt, die Stäbchen sind nicht so lang wie bei dem Kinderset, sondern sind etwas kürzer. Ich habe hier einen schon ausgepackt gehabt. So kurz sind die in etwa. Also um die 2,7 mm sind die lang, das heißt kürzer und stärkere Magneten sollen hier drin sein. Das ist also für die Erwachsenen besonders wichtig und das ist so die Zielgruppe Erwachsene und Kinder ab 14 plus, also für größere Objekte kann man wesentlich komplexer bauen. So, wir wollen ja ein Unboxing machen, weniger das System vorstellen, deswegen packen wir das Ganze mal aus. Diese Kästen, wenn ihr schon mal Geomec habt, dann kennt ihr die, das sind diese Kunststoffkästen, wo die Kugeln und die Stäbchen drin sind, und selber ist das eigentlich die Verpackung nur ein Pappkarton. Und ihr seht, ich muss es leider aufschneiden, denn dieses Set ist nicht dazu geeignet, um ja da wieder zu verschwinden drin, sondern man hat da meistens irgendwelche aus dem Baumarkt solche kleinen Baukästen, wo man das reinmacht. So, wenn wir jetzt diese einzelnen Verpackungen öffnen, dann haben wir immer einen Deckel, den man abnehmen kann. Und ihr seht schon eindeutig, die Farben sind eigentlich relativ ähnlich und die Sets sind fast komplett gleich aufgebaut. Und das sind eben die Stäbchen, die hier mit dabei sind. Der Hersteller sagt, es sollen unterschiedliche Farben sein. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich sehe hier kaum was, vielleicht nur ein ganz wenig. Also es ist alles Blautöne. Keine Ahnung, was hier der Fall ist. Ich würde sagen, ganz weiche Farbänderung, ansonsten ist es alles relativ ähnlich von der Farbe her. Und so sieht das Ganze aus. Habt also genügend Baustoff. Und dann natürlich noch die Kugeln. Die sind so von der, nach der EU-Norm nickelfrei, also Allergiker dürften damit keine Probleme haben. Die sind also komplett nach den ja, spielbaren Gesetzen der EU gefertigt und somit kann man die ohne Probleme nutzen. Natürlich nicht essen, aber ansonsten dürfte die Haut, bei der Haut sollte es zu keinen Irritationen kommen. Was das Schöne an diesem Set ist, nochmal zu guter Letzt, das ist ein Set, das ist wesentlich kleiner. Man kann komplexer bauen, weil es kleiner ist, also auf weniger Raum, komplexere Figuren, und die Magnete sind stärker und somit kann man größere Figuren bauen als bei dem Classic Set. Das Classic Set ist ja das Kinderset, da sind die Stäbchen 58 mm lang, hier sind die 27 mm lang, und da ist auch der Knackpunkt. Beide Sets, Classic und die Pro-Linie, die sind nicht miteinander kompatibel. Also, wenn ihr euch die Pro-Linie kauft, könnt ihr immer wieder Pro kaufen und es funktioniert. Also es gibt ja auch Pro Color, Pro Metal, wie hier vorgestellt. Und wenn ihr die Classic-Linie mit 58 mm langen Stäbchen kauft, dann solltet ihr dabei bleiben. Ansonsten funktioniert das nicht miteinander. Alles in allem ist das Set echt was Schönes. Was mir gefällt, ist, dass alle Stäbchen eine relativ neutrale und gesetzte Farbe haben, und damit kann man dann so schöne Bauwerke bauen, die ja wirklich mehr an einer fantasievollen Konstruktion erinnern und weniger an zum Beispiel irgendwie ein Kindergegenstand. Diesen Körper habe ich gebaut aus zwei solchen 100er Sets, also ihr merkt, ihr bräuchtet schon mehr Sets. Das ist ein 100er Set gewesen. Ich habe jetzt hier für diesen Körper 200er Sets genommen und hatte noch Stäbchen übrig. Und ihr merkt, je komplexer man bauen will, umso mehr sollte man auch in Sets investieren. Kostenpunkt für das 100er Set ist so circa bei 40 Euro bei Amazon. Ich mache euch einen Link drunter. Und für das größere Set, das 200er Set, ist es um die 80 bis 85 Euro. Das ist happig, aber ihr könnt euch sicher sein, die sind preisstabil und die kann man auch wieder gut verkaufen. Das wäre alles jetzt gewesen von dieser Seite. Macht's gut. Tschüss.